Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Das ist so ungewohnt zu sagen. Wieso? Weil ich das 100 Jahre nicht gesagt habe. Stimmt, in den letzten Mal habe ich gemacht. Ja, wir haben so viel jetzt irgendwie vorproduziert. Ey, es ist voll unnormal. Wir haben 2019. Ja. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt nicht so als guten Vorsatz für dieses Jahr, sondern einfach so, weil wir das machen wollten, weil wir Bock drauf haben, den ganzen Januar planmäßig jetzt erstmal vegan zu essen. Da gibt es auch so eine Aktion zu, so eine ganz, das ganz offizielle. Nicht, doch, ich wusste das, aber ich. Ach so. Die hat auch eine Instagram-Seite, die verlinken wir jetzt. Dann gibt es auch YouTube, weiß ich nicht, aber es gibt auch YouTuber, die darüber sprechen und sowas. Aha. Ja. Genau. Und wir haben heute Morgen zum Frühstück schon mal angefangen. Das können wir euch jetzt einblenden. Es war sau lecker und ja. Ich kann euch auch einblenden, woher wir das Rezept haben. Also von Instagram, von so einer Person, die sowas, solches Essen in dieser Art macht. Genau. Und jetzt kosten wir vegane Schoki von Rittersport. Wir haben, also wir waren im Marktkauf und wir haben alle drei veganen Schokoladen, die es überhaupt dort gibt. Ich dachte, da gibt es viel mehr. Dachte ich aber auch. Alle vielleicht drei mitgenommen. Auch in die Ecke, ja, genau. Wo mein Arm stirbt. Mach mal auf, bitte. Was soll ich machen? Aufmachen. Achso, ich kann dir währenddessen kurz noch zeigen. Ich habe zu Weihnachten mir dieses Buch gewünscht und bekommen. Und da suchen wir uns nachher noch was raus, was wir für heute Abend kochen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, unser Frühstück war um 12.20 Uhr oder so. Und deswegen... Mittag also, gab es keins. Ja, und dann, jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung, kurz vor 5. Und wir machen vielleicht um 6 oder wann auch immer Abendbrot. Und genau. Ah, Essen. Wir wollen ihn auch angucken. Sieht so aus. Das schmeckt wie ganz normale Schoki, ne? Mhm. Oh, geil. Wir hatten heute früh auch einen Kaffee mit Sojamilch. Stand da, dass die halt für Kaffee gedacht ist, weil die sich so gut aufschäumen lässt. Problem, unsere Milchschaumeinheit ist kaputt. Deswegen war es dann nur heiße Milch. Beziehungsweise wir haben eine günstige Kaffeemaschine, die wahrscheinlich keine gute, gut funktionierende Milchschaumeinheit hat. Der Kleine will auch was dazu sagen. Mhm. Danke. Aber... Ich hab den Mund voll. Unser Kleiner muss natürlich nicht vegan essen. Unser Kleiner? Er kriegt weiter seine Milch. Was? Ja, ich wollte gerade sagen, er isst ja eh noch nicht wirklich. Naja. Aber Milch ist auch... Du bist aus dem Bild raus. Ja, hier. Hallo. Aber er fängt jetzt mit dem Brei an. Und diese Woche, also bis morgen oder übermorgen, gibt's Möhrenbrei. Reine Möhre. Es ist insofern auch vegan, aber das hat jetzt nichts mit unserem Januar zu tun oder sowas. Weil, wie war das? War das schon im Januar, wo es dann auch mit Fleisch anfängt? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Also irgendwie haben wir jetzt so 5 Wochen lang nur Gemüse erstmal. Das können wir auch im Brei-Video eigentlich erzählen. Ja. Ich wollte aber sagen, dass der Kaffee wie ganz normaler Kaffee geschmeckt hat. Wir machen jetzt statt Zucker mal so einen Sirup ran. Der ist natürlich auch vegan. Also ich habe so Karamell-Sirup und Philipp hat Haselnuss und Schokosirup und die sind halt genau. Vegan. Haselnuss ist nur noch ein kleiner Schluck. Das schmeckt voll lecker und ist echt bezahlbar. Das hier ist teurer. Ist auch noch bezahlbar, ist aber deutlich teurer. Aber es kostet ungefähr doppelt so viel. Das gibt's auch von der anderen Firma und dann schmeckt es sogar noch besser. Ich finde das hier, echt? Also das schmeckt auch gut, aber hier muss man mehr ranmachen. Natürlich nach Karamell, oder? Das schmeckt schwächer halt, da muss man mehr ranmachen, ja. Ja, ich trinke halt wie gesagt Haselnuss. Der ist jetzt fast alle und dafür habe ich jetzt Schoki, reine Schoki, ne? Reine Schoki-Sirup. Vorher hatten wir aber noch Cookie-Schoko, hieß der. Der hat viel mehr nach Schoko geschmeckt. Der hier schmeckt ungefähr nach nichts. Also man kippt da sonst wie viel von ran an Kaffee. Und der Kaffee schmeckt nach Kaffee. Also nicht nach irgendwie Schoki oder... Der schmeckt nach nichts. Also, weiß nicht. Naja, auf jeden Fall hat der Kaffee mit der Sojamilch und dem Sirup genauso geschmeckt wie sonst auch. Nur, was wir halt weggelassen haben, sind so Marshmallows, die wir manchmal oben drauf legen. Aber, ja, also von daher. Also ja, bei uns gibt es
meistens morgens so Kaffee fast wie bei Starbucks. Ja, wir geben uns immer voll Mühe, weil es schmeckt halt auch und keine Ahnung. Ja, der kleine blubbert. Ich werde jetzt, oder wir werden jetzt mal gucken, was wir zum Abendbrot essen, was wir halt da haben. Also es ist halt so der erste Mai, der 1. Januar. Deswegen können wir jetzt nichts einkaufen. Gesundes neues Jahr, wünsche ich dir und euch. Naja, auf jeden Fall. Siehst du mal. Suchen wir jetzt was raus, was wir kochen. Wir haben halt auch viel schon eingekauft. Also wir haben, das können wir euch dann nachher mal zeigen, eine Runde durch den Kühlschrank filmen. Mhm. Und im Gefrierschrank ist auch ein bisschen was. Und wir suchen jetzt erstmal raus, was wir zum Abendbrot essen. Und das zeigen wir euch dann natürlich auch. So, jetzt gibt es einen kleinen Überblick über unseren Kühlschrank. Hier oben gibt es eigentlich nur Babybrei zu sehen. Der ist nicht für uns gedacht, nein, der ist für unseren Kleinen, weil wir jetzt unterwegs waren, sonst kochen wir eigentlich selbst. Das Fach hat jetzt eigentlich auch keine tiefere Bedeutung. Hier gibt es, hier sind die Dinger, Erbsenschoten, die haben wir gekauft. Das hier ist noch ein Rest Bowle von Silvester. Genau, dann haben wir hier unten, sei ruhig, dann haben wir hier unten Süßkartoffeln und Möhren. Die Möhren sind eigentlich auch eher für den Brei von unserem Kleinen. Ja, genauso wie das Babywasser. Ja, das sind die restlichen Möhren. Also die werden wir jetzt noch genauso auch essen. Dann haben wir hier ein Schubfach mit veganen Sachen. Und zwar so passierten Tomaten. Irgendwie ist das nicht ganz scharf. Ja. Passierten Tomaten. Reisdrink, Calcium, was auch immer, Sojadrink mit Calcium, achso, das Calcium steht einfach nur so da. Sojadrink, Reisdrink, Schoko, passierten Tomaten, sowas wie Ramancreme Fin in vegan, noch mehr Schoki und noch mehr Schoki, das sind die beiden anderen Sorten, von denen wir gerade gesprochen haben. Tofu. Es tut mir leid, dass es so dunkel ist, es tut mir leid, dass es dauernd piept. Ich bin gleich fertig, Kühlschrank. Wir haben hier veganen Joghurt mit Mango. Wir haben hier Süßkartoffel, Karotte, Zucchini, Brotaufstrich. Wir haben hier, was ist hier rum? Curry, Papaya, Mango, Streichcreme, also auch Brotaufstrich. Und veganen, wie heißt der Spaß? Mortadella. Ich esse es nicht mal mit Fleisch, weil ich finde das einfach, das sieht einfach komisch aus, das Zeug. Ja, jetzt ist gut. Und hier unten haben wir noch ein bisschen Gemüse. Ich mach's mal ein bisschen heller hier. Irgendwie viel heller wird's nicht. Jetzt ist es heller. So. Wir haben Tomaten, Pilze, also Champignons, Brokkoli, falsche Richtung, Brokkoli und einen Eisbergsalat. Jetzt sei ruhig. Und noch 3 Gurken und alles nicht vegane ist da unten in der Tür gelandet, was sich irgendwie noch hält. Der Rest wurde eingefroren. Jetzt mache ich erstmal hier zu. Wir haben hier oben Knoblauch. Noch mehr Möhren. Irgendwie ist es hier noch dunkler als da. Machen wir das Licht an. Ach ja, wir haben ja hier ein Licht. Ach so, nee, ich meine aber das andere. Ach, das hier. So, jetzt haben wir hier Möhren, Avocado, eine, was ist das für eine Kiwi, eine grüne Kiwi, hier hinten noch 2 unscharfe gelbe Kiwis, was haben wir noch, eine Avocado, das war's in dem Ding, ja. Dann haben wir hier 2 Pastinaken, wir haben Limetten, 2, wir haben 3 Zitronen, 3 Mandarinen und 4 Mandarinen sind es. Und 2 solche, was ist das hier? Orangen. So, dann haben wir hier unten drunter noch eine. Hier, warte, wo ist es scharf? Da ist scharf. Eine Mango, eine Honigmelone und 3 Bananen, wovon schon 2 gegessen wurden, sonst würdet ihr das ja nicht sehen können. Jetzt ist es wieder zu hell. Kannst du mal hier unser Breifach zeigen? Es dampft aus dem Gefrierschrank, das sieht voll cool aus. So, was soll ich zeigen? Breifach. Ja, weil du gesagt hast, dass wir es selber kochen. Genau, wir haben hier noch einen Rest Pastinakenbrei.
Der ist übrig von der Woche, wo Pastinake dran war. Den würde ich als hier für so eine Soße oder ja. Dann haben wir hier Möhre, das angefangene Gläschen von heute. Und zwei Gläschen, die noch komplett voll sind. Und zweimal Kartoffel. Genau, dann ist das hier das vegane Fach mit, das ist schon wieder viel zu hell, mit veganen Aufbackbrötchen, Erdbeeren gefrorenen, gefrorenen Himbeeren, so Gartenkräuterzeug in gefroren. Also ich brauche gefroren eigentlich nicht dazu sagen, hat im Gefrierschrank, hat das so an sich, dass es gefroren ist. Brokkoli. Was ist das hier? Irgendwas Pürier. Was ist denn das? Nochmal Mango. Ach nee, die hatte ich noch gar nicht. Ja, Mango und Kräuter. Und fertig, jetzt piept sie mich schon wieder. Ich habe gar nicht auf die Mango gefilmt. Ich habe irgendwen gefilmt. Hier ist Mango. So, wir haben hier. Jetzt ist es wieder zu dunkel. Wir haben hier auch noch was Veganes, haben wir festgestellt. Die Chilisauce ist vegan. Ist alles vegan. Nein, Mayo ist beim besten Willen nicht vegan. Wo steht die dort? Du hast gesagt, ich soll die in die Tür stellen. Ja, ach, da unten in die Tür. So, Mayo steht jetzt in der Tür. Also in der unteren Tür. So. Wir haben Senf, ist vegan. Chili-Soße. Wir haben hier eine Mango-Orangensoße. Hier ist so gut aufschäumbares, also angeblich gut aufschäumbares veganes Milch. Zeug, Öl, ja, wir haben Gurkenwasser aufgehoben. Ketchup ist auch vegan, Barbecue-Soße, nochmal Barbecue-Soße. Und rechts in der Tür ist und Essig. Was? Ach, hier. Ja, hier ist Tomatenmark und Backfarbe. Also so. Bei der Farbe bin ich mir nicht sicher. Ja, ihr müsst ja jetzt auch nicht backen. Fertig. So, wir haben uns jetzt entschieden, ein Gericht aus diesem Kochbuch, also aus den Lieblingszutaten sozusagen, die wir gerade im Kochbuch gesehen haben und die wir auch da hatten, zu kreieren. Also wir haben jetzt hier gerade Knoblauch geschnitten und Tofu. Also den Knoblauch sieht man ein bisschen schlecht, der ist, achso, ich habe schon ganz rangezoomt, der ist, ich kriege ihn nicht scharf, da ist er, Knoblauch und hier unten ist Tofu. Hier sind die Champignons, die ihr vorhin im Kühlschrank gesehen habt. Hier ist ein Wok. Das ist auch die ganz wichtigste Zutat. Und hier hinten drin schwimmt Brokkoli. Genau, und das kommt dann alles zusammen in den Wok. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit der Helligkeit ist. Ich finde, es sieht gut aus. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal das fertige Essen. Das ist jetzt so wie ein Pfanngericht geworden. Und wir können euch auf jeden Fall auch nochmal einblenden, wie das aussieht. Also so in schön, mit schönem Licht. Und wir werden das jetzt erstmal essen. Genau. Und ihr habt ja schon gesehen, es ist nichts Direktes sozusagen aus dem Kochbuch geworden, sondern mehr oder weniger eine Eigenkreation. Aber ich habe auf jeden Fall voll Appetit drauf. Und wir können ja zum Nachtisch, wenn du magst, Honigmelone essen. Gerne. So, hier seht ihr jetzt für morgen früh für Philipp das, also nicht für früh, für den ganzen Tag sein Essen. Und zwar, was denn? Jedenfalls sind das hier 4 vegane Meerkornbrötchen. Und zwar mit Erdnussbutter. Dann hier hinten ist so, wie heißt denn das? Naja, Philipp hat es ja vorhin im Kühlschrank gezeigt, diese eine vegane Streichcreme mit Curry und hier mit Süßkartoffel und hier ist Erdbeermarmelade drauf. Und hier sind, also wie sagt man, Gemüse. Hier sind Möhren, ihr seht das ja eigentlich, ich brauche das jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall ist es hier so eine intelligente Brotbüchse, die man so, also hier so zwischendrin immer abschließen kann. Und dann lege ich da gleich das Gemüse drauf und dann kommt da der Deckel drauf und dann ist das alles in einer Brotbüchse. Genau, auf jeden Fall ist das auch komplett vegan und ja. So, heute ist der zweite und ihr seht hier jetzt erstmal mein Frühstück.
Hier haben wir einen ganz normalen Kaffee mit Sojamilch und Karamellsirup. Und hier unten, das Gelbe, sind pürierte Bananen, Honigmelone und Mango. Und obendrauf habe ich jetzt erstmal ein bisschen gefrorene Himbeere. Und ich denke, ich mache nochmal so Haferflocken obendrauf. Und dann werde ich das erstmal essen. Mal gucken, ob ich noch was esse, aber das ist jetzt so mein erstes Frühstück erstmal.